So, hallo und herzlich willkommen zurück. Zur dritten Simulation. Zur WWE TLC 2017. Jawohl. Sarah Alexander kommt zum Ring. Für unsere dritte Simulation. Wir haben nämlich ein Cruiserweight Tag Team Match. Und übrigens merkt ihr auch, es ist alles durcheinander. In der nächsten Simulation kommen wir dann zur Kickoff Show. Zu Sasha Banks gegen Alicia Fox. Bisschen durcheinander diesmal. Aber ich glaube, ich mache auch für Survivor Series wieder ein Stream. Dann ist das viel besser. So machen wir es. Bei Survivor Series kommt wieder ein Stream. Aber jetzt bleibt es so. Jetzt kommen die Cruiserweight und wird getanzt jetzt. Mit Rich Swann. Da kommt der gute Eingetanz. Ja, Sarah Alexander mit Rich Swann gegen Brian Kendrick und Jack Gallagher. Damit beschäftigen wir uns heute. Und ja, wie gesagt, alles zueinander, heute am Samstag werden auch mehr Videos rauskommen. Ich glaube nicht nur eins, nicht nur zwei, vielleicht auch nicht nur drei. Wir sind ein bisschen am Stress. Das letzte Video kam schon, war schon ein bisschen länger, ja. Und TLC ist ja schon am Sonntag, zu meinem Aufnahmezeitpunkt. Und ja, deshalb muss ich ein bisschen Gas geben. Und dann kommen wir natürlich zu meinen zwei Main Events. Die kommen dann wahrscheinlich am Sonntag raus oder am Sonntag kommt nur der Main Event raus. Aber ich glaube, es wird sonst zu viel. Ich glaube, die zwei letzten Matches kommen am Sonntag. Muss ich mal gucken, aber jetzt kommt mal die Brian Kendrick. Und ja, zu dem Match. Ich glaube, Jack Gallagher hat ja lange Fehde mit bei Kendrick gehabt. Dann gab es ein Match bei Tour of Live. Ich verfolge nicht so viel Tour of Live, aber es weiß, dass es bei Kendrick gegen Cedric Alexander gab. Und dann kam aber mal Jack Gallagher. Schlug auf Cedric Alexander. Half bei Kendrick. Und somit wurden die jetzt ein Team. Gallagher der Heel. Bei Kendrick so der Heel. Und dann ging es immer so weiter mit Alexander gegen Jack Gallagher, verprügelte ihn. Und jetzt brauchte Alexander Unterstützung. Und die bekam er von Rich Swann. Rich Swann, der ja in der Fehde mit TJ Perkins war. Und dann sehen wir bei TLC. Ein stinknormales Cruiser-Match. Und übrigens. Jetzt zu meinem Aufnahmezeitpunkt gab es ja auch schon ein paar Änderungen für TLC, aber dazu kommen wir später. Wisst ihr ja schon alle, aber dazu kommen wir später. Da ist er. Kein Gentleman mehr. Das ist Jack Gallagher. Und ja, bis jetzt kamen ja nur Simulationen. Sasha Banks, Quatsch, Alexa Bliss gegen Mickie James in the Women's Title und Cruiserweight Titelmatch zwischen Kalisto und Enzo Amore. Und jetzt kommt das dritte Match und es geht los! Und Brian Kendrick mit dem Tornado DDT. Geht hier sofort auf Cedric Alexander los. Und Cedric Alexander, der wehrt sich.
mit ein paar Schlägen hier. Die Chops hier. Der Konter von D. Brian Kendrick. Der geht für den Wechsel zu Jack Gallagher. Gallagher nimmt auch noch Bigfoot. Der Bigfoot. Schöner Suplex hier. Die Heels in Kontrolle. Dieses Matches. Jack Gallagher. Jack Gallagher. Der Neckbreaker. Mit dem Neckbreaker. Back Suplex. Bis jetzt keine Chance für Cedric Alexander hier. Gallagher. Und jetzt Cedric Alexander hier. Kommt er jetzt zurück ins Match hier? Wechselt mit 2 und sofort. Und jetzt Doppel Backstabber hier von Swan und Alexander. Oh, super Kick hier daneben. Crucifix von Gallagher und die Heels. Noch immer in Kontrolle dieses Matches. Aber Swan muss hier retten. Er muss dieses Match hier irgendwie retten. Was ist der Konter von Gallagher? Mit der Clothesline hier. Und Jack Gallagher. Brian Kendrick wird eingetaggt. Doppel! Back Body Drop! Von den Heels! Oh, da ist Gallagher! Und hilft die Brian Kendrick. Ist er noch im Ring geblieben und hat da geholfen, aber das reicht nicht. Swan! Sie müssen dieses Match drehen, die Faces hier. Aber der Konter von Brian Kendrick. Oh, Knie ins Gesicht. Schmerzhaft hier, was Swan. Sie hat noch Kraft. Für den Suplex! Zieht ihn jetzt hier. Swan hier. Mit der Walling Senton. Sehr schön von Swan hier. Dreht hier auf. Und Swan. Ah, schöne Crossbody. Schöne Crossbody von Swan. Geht er hier für den Wechsel? Er geht für den Wechsel mit Tanner und die machen jetzt selber ein Double Backbody Drop. Da wollte er attacken hier, Brian Kendrick. Wieder von Alexander in die Ringecke geschmissen und Brian Kendrick aber kontert. Und Brian Kendrick jetzt will hier attacken, will seine Partner kommen, aber Tanner. Alexander hier. Mit dem Konter hier. Scoop Slam! Hebt ihr auf den Scoop? Oh! Holt ihr auf, ja! Da ist Gallagher! Und Gallagher in der Clothesline! Alexander steht! German Suplex! German Suplex! Clothesline! Und jetzt ist Alexander aufgedreht! Und Alexander. Bah! Was für ein Dropkick. Was für ein Dropkick. Und Gallagher kontert. Oh. Gallagher gibt einen Handball. Nice Headbutt, da kommt er jetzt.
Konter hier! Von dem Gentleman. Der Gentleman ist Dropkick, aber da ist... Oh! Alexander wollte da schnell hier zum Wechsel kommen, aber es ist eben der Gentleman. Und will jetzt hier zur Aufgabe zwingen. Oder auch nicht. Alexander kann kontern. Schmeißt Jack Gallagher in seine Ecke. Der Tag. Sie gehen wieder. Phenomenal Backstabber. Sehr schön. Und zwar Frogsplash. 1. Gallagher kommt raus. Next Step. Schöner Next Step. Gallagher kann kontern. Headbutt! Nochmal! Sein berühmter Headbutt! Diesmal geht's fürs Cover. Swan kommt raus! Swan ihm mit dem schnellen Kicker. Oh oh, und der Gentleman! Er ist ja kein Gentleman, aber er nennt noch immer seinen Finisher den Gentleman's Dropkick. Und da ist er! Nein! Ich dachte, jetzt kommen wir zum Gentleman's Dropkick wieder. Den wir schon vorhin gesehen haben. Aber er taggt mit D. Brian Kendrick. Der natürlich weitermacht. Die Heels hier noch immer in Kontrolle. Vorhin konnte das Match schon beendet werden mit dem Gentleman's Dropkick. Aber Witz war dieser Mann, der jetzt im Ring hier ist. Hat das Match gerettet. Für die Fans auf der Kick. Was für ein Kick. Und zwar der macht weiter. Wow. 1, 2, 3. Und Jack Gallagher hilft Brian Kendrick nicht. Was hat Jack Gallagher gemacht? Da gibt's einen Schrei wieder. Hier sehen wir nochmal. Das wäre die Entscheidung der Gentleman's Dropkick. Und dann der Fox Flash hier. Oh, die Faces gewinnen bei TLC. Aber wie? Hier sehen wir nochmal den Headbutt. Der zweite in diesem Match. Und dann sage ich hier noch, die Heels dominieren das Match. Und dann kommt der Kick und der ändert dieses Match hier. Von Swan. Und die Heels gewinnen. Die Face gewinnen. Unfassbar. Ich hab's heute mit den Heels. Aber die Face gewinnen. Es wird passieren, ja. Was denkt ihr, wird passieren? Werden wir die Faces als Sieger haben? Oder werden die Heels sich durchsetzen? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Das war's von der dritten Simulation. Das war's von mir. Wir sehen uns bei der vierten Simulation. Und dann kommt da endlich die Kickoff. Also freut euch auf Sasha Banks vs. Alicia Fox. Ich bin damit raus. Haut rein, Leute, und...